Hallo und willkommen zurück bei Rayman Origins. Die Düne der Didgeridoos liegen hinter uns und wir werden jetzt mal in die nächste Welt gehen, die da heißt, wie heißt sie denn? Leckermaulland. Ja, wir waren ja kühle Köstlichkeit. Oh nein. Wir sind ja auf dem Moskito geflogen und sind dort in eine Eiswelt vorgedrungen, wo überall irgendwie Zeugs zu essen war und so eine Orangenscheiben und so. Und hier haben wir jetzt tatsächlich eine Eiswelt, die allerdings nicht so zu 100% nur Eis ist. Also es ist jetzt nicht so dramatisch, wie man vielleicht denken mag, und vielleicht nicht so dramatisch, wie ich es ausgemacht habe in der letzten Episode. Ach, du lieber Himmel. Ja. Oh Gott. Da bin ich eben total rausgekommen, weil die sich auch bewegen. Also die bewegen sich hier entlang des Wassers. Deshalb bin ich da eben total rausgekommen. Also wir befinden uns jedenfalls in dieser Welt nicht ausschließlich nur auf einer Eiswelt, sondern generell in Leveln, die irgendetwas mit Essen zu tun haben. Auch wenn es darum geht, dass sich jemand übergibt und wir in dem Kotzestrahl nach oben geschleudert werden. So stelle ich mir das jedenfalls mal vor. Also hier jedenfalls kühle Köstlichkeiten. Ja, alles wunderbar. Hier ist alles gefroren und so. Das ist in Ordnung. Für den Augenblick. Und dann werden wir noch einige andere Level haben. Gott, Rayman, jetzt stell dich doch nicht so an. Werden wir noch einige andere Level haben, die nichts mit Eis zu tun haben. Die einfach nur mit Essen zu tun haben. Was auch nett ist. So, warum komme ich denn da nicht hoch? Ach, weil da nichts ist? Ja, wunderbar. Okay. Warum sollte man da auch hochkommen? Da ist nichts. Bei den Eissäulen müssen wir tatsächlich aufpassen. Die können uns töten. Das ist eiskalt hier. Und die verdammten Auf der verdammten Gabel wollte ich nicht so lange stehen bleiben, weil die uns auch töten kann. Wenn wir da zu lange drauf stehen bleiben, dann rutscht da diese Zitrusfruchtscheibe, rutscht dann da runter und dann stehen wir auf den Gabelzinken und das ist ganz schlecht. Also hier müssen wir uns ein bisschen beeilen. Oder nein, besser nicht beeilen, sondern ein bisschen abwarten. So. Ich weiß nicht, was die Gabel da die ganze Zeit jammert und warum hier Piranhas in dem Blut schwimmen. Aber ich denke mal, wenn Piranhas irgendwo hingehören, dann doch wohl in einen See aus Blut, oder? Wenn das ist so die einzige Freude, die Piranhas vielleicht noch haben. Ah! Okay, da war ich eine Sekunde zu lang. Ich wollte nur mal zeigen, wie lange es dauert, aber es geht sehr viel schneller als gedacht. Also ich meine, wenn man schon mal irgendwo einen See aus Blut sieht, dann finde ich, sollten es Piranhas verdient haben, da drin leben zu dürfen. Greife mich nicht so an. Okay, gut, zu Befehl. Was war das denn? Oh mein, die war eben ganz klein. Habt ihr das gesehen? Interessant. Man, irgendwie kommen wir nicht wirklich vom Fleck. Ah, ganz schlecht. Man muss wirklich hier Geschwindigkeit aufbauen und zusehen, dass man die ganze Zeit schön am Rutschen ist. Ansonsten hat man kaum eine Chance, Tempo aufzubauen. Und wir haben eben eine... Schon wieder so klein. Wir haben eben eine große Münze verpasst. Aber da kann ich jetzt auch nichts gegen tun. So, die ist jetzt weg. Vorbei, haben wir verloren. Ich weiß gar nicht, warum die so klein sind. Aber sind trotzdem immer noch... Aber sind immer noch gleich schnell. Die sind nicht langsamer geworden dadurch. Aha! Das ist es wert. Jetzt haben wir hier... Wir haben gar keine Lumps verpasst. Überhaupt keinen. Halt, warte, da oben ist was. Wir sind jetzt hier an der Endposition, wo wir gegen den kämpfen sollen. Also wo wir ihn schlagen sollen, aber da oben ist was. Ich weiß es, ich sehe es doch. Ich sehe doch, dass da etwas ist. Verdammt doch mal. Das kann doch nicht sein. Ah, Mann. Warum ist er da sofort abgesprungen? Ah, da konnte ich eben nicht... Hä, da konnte ich eben nicht fliegen. Was ist denn hier los? Ah, jetzt habe ich ihn. Okay. Gut, dann werden wir den mal kurz hier durchjagen. Durchjagen, genau. Und bam! Kraft zum Größe verändern! Yay!
seltsame Kraft. Benutze alle trichterförmigen Durchgänge oder Tröten mit Flügeln und Augen, um die Größe zu ändern. Wenn wir hier durchgehen, dann werden wir klein. Das ist relativ intuitiv, da braucht man gar nicht drüber nachzudenken. Man kommt in einen kleinen Durchgang und wird klein. Und wenn man klein ist, hat man keinen Schlag mehr, sondern so einen Dash. Das ist sehr hilfreich. Man ist deutlich agiler, wenn man klein ist. Und hier war eben wieder ein Trichter in die andere Richtung, der hat uns groß gemacht. Das ist sehr viel intuitiver und läuft fließender, als man sich das vorstellt. Da braucht man nicht groß drüber nachdenken. Bam! Perfekt. Das war ja wirklich perfekt. Guck mal, wie großartig wir hier alle dezimieren können. Fantastisch! Großartig. Die Limettenscheiben finde ich super. Die hatte ich auch völlig vergessen, dass die existieren. Ich konnte mich nur an diese bösen Orangenscheiben erinnern mit den Stacheln dran. Aber an die netten Limettenscheiben, die so schön hüpferig sind, an die konnte ich mich nicht erinnern. Na schön. So. Ah. So, wir können Gegner immer noch mit einem Schlag blasonieren. Wie gesagt, wir sind sehr agil. Wir können auch hochschlagen. Also es gibt meiner Meinung nach durchaus Bereiche, wo wir, wenn wir klein sind, rankommen. Aber wenn wir groß sind, nicht. Jetzt unabhängig davon, dass wir rankommen, weil wir nicht so groß sind, sondern dass wir einfach noch agiler sind und besser springen können und so. So, da ist wieder so ein Tröte, da werden wir groß. Njong, geil. Und da müssen wir uns kurz ranhängen. Ja, gut. Wenn wir ranhängen, klappt sich der Schirm nicht ein. Das passiert nur, wenn man oben drauf steht. Also dranhängen an dem Schirm ist eine relativ sichere Sache. So, und ich finde dieses Verkleinern, das macht es so... Ah! Mann! Dieses Verkleinern... Ah! Dieses Verkleinern macht es so viel dynamischer, dieses Level, dass ich dem gar nicht mehr böse sein kann, dass es... Ah, meine Fresse! Also ich kann dem Level gar nicht mehr böse sein, dass es Eis hat, weil die kleine Fähigkeit so cool ist. So. Okay, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich das verdient habe. Aber ich habe es bekommen. So, und wir lassen das einfach mal so stehen, ja? Unabhängig davon, ob ich das verdient habe, ich habe es bekommen. So, die hier, da wird jetzt die Zitronenscheibe auch nicht runterrutschen, weil wir klein sind und leichter. Manche Sachen funktionieren halt anders. Der hier spuckt auch sein Getränk nicht aus. Da müssen wir ihm schon ein bisschen mehr geben. Und da unten ist ein Help Me. Nicht wahr? Ja. Okay, das kam aber sehr spät. Erst Donnerwetter. Was haben wir hier? Ah, ist aber wieder groß. Oh, guck mal, das... Oh, man rutscht hier. Ich habe das Game total verplant, was hier passiert. Das finde ich sehr cool, dass die Gegner immer wieder hochhüpfen auf den Gabeln. Sehr großartig. Weil prinzipiell kann man ja auf diesen Gabeln springen, ohne dass sie ausgelöst werden. Also das dauert ja tatsächlich eine Sekunde, bis sie ausgelöst werden. Man kann aber von ihnen abspringen, ohne dass irgendetwas passiert. Aber die machen das eigentlich genau richtig. Die ärgern die Gabeln und ja, keine Ahnung, es scheint ja irgendwie verschiedene Arten von Böse zu geben. Oder was heißt... Oh Gott! Was heißt Böse? Das sind halt Gabeln und die pieken, ne? Das hat ja mit Böse nichts zu tun. Das ist halt auch so ein Disney-Böse, ne? Wo denn der Löwe böse ist oder der Wolf oder der Bär, einfach nur weil es Fleischfresser sind. So, das hat ja mit Böse überhaupt nichts zu tun. Oh, der hat den lieben Hasen getötet. Ja, Mann, weil er Hunger hat. Und der liebe Hase, der böse Hase, hat die liebe Karotte getötet. Also, ne? Was soll das? So, war hier unten? Okay, keine Zeit zum Stehenbleiben. Okay, hier fällt alles um. Wunderbar. Ha! Das ist gut. Das ist wirklich gut. Diese Tröten sind immer wieder so ein kleiner Retter. Die können einem immer wieder aus einer Lage rausholen, wo man denkt, okay, ist jetzt ganz schön ungünstig hier, wenn man sich irgendwie noch da reinretten kann. Dann ist es wie so ein... Wie ein sehr schöner Springpilz, wenn ich das so sagen kann, wo man wieder auf den richtigen Pfad geschickt wird. Ich weiß nicht, warum ich so lange gebraucht habe, um diesen Satz zu bilden. Der war eigentlich nicht kompliziert. Oh Mann, ich habe gar keine 300 Punkte. Mir fehlen 5 Lums. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das heißt, ich bekomme nicht alle Elektroons. Das ist schlecht.
Das ist sehr schlecht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu irgendwelchen Problemen führen wird. Wenn wir jetzt wieder die Elektroons brauchen für das nächste Kistenlevel. Rasende Bedienung. Vielleicht machen wir das bei Gelegenheit nochmal. Problem ist halt, ich müsste das Level ausführlicher und besser spielen, als ich es eben getan habe. Und ich hatte jetzt gar nicht so sehr das Gefühl, dass ich so stark versagt habe. Ich weiß ja auch nicht. So, da wären wir eben klein geworden und wieder groß. Das macht keinen Unterschied, da können wir groß bleiben. Ah! Okay, da hätten wir noch mehr bekommen, wenn wir klein gewesen wären. Aber dafür bekommen wir hier mehr. Also, das ist... Wow! Ah! Das ist jetzt so eine Sache, wenn man zu zweit spielen würde, dann wäre einer groß geblieben, einer klein. Das passiert ganz von alleine, da braucht man gar nicht groß drüber nachdenken. Und dann bekommen wir natürlich mehr Punkte, das ist gar keine Frage. Aber hier sind eingefrorene Lumps. Cool. Ist tatsächlich alles physikalisch akkurat, fällt runter mit einer seltsamen Verzögerung. Aber man darf sich hier nicht einbilden, dass die Sachen in der Luft stehen bleiben. Man wird tatsächlich davon getroffen und nimmt auch ordentlich Schaden. Ich glaube, das ist auch eine von den Sachen, die einen sofort umbringen kann. Oh! Das habe ich ganz vergessen. Wir sind auf einem Rülps drauf. Warte mal, gab es nicht... Ja doch, auf einem Rülps reiten gab es auch in Rayman 3. Da konnte man auch auf Globox Rülpsern reiten. Das gibt's ja nicht. Dass sie das vor allem schon mehrere Male konnte man das machen. Das war ein etabliertes System im dritten Teil. Dass sie das hier wieder aufgenommen haben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Man ist doch nur ein Minispiel für einen Käfig. Ha! Boah, guck mal, wie sie alle gucken. Ich wollte, dass ich so schnell wie möglich hier verschwinde. Okay, weit nach rechts, damit wir hier. Okay. Ah, das ist ja cool. Wir müssen tatsächlich die Gegner hier mit der... Das ist gemein eigentlich. Das ist übertrieben gemein. So, und hier ein bisschen Physikspielchen. Wunderbar. Ah, geil. Und jetzt müssen wir den Kleinen öffnen. Okay, da mache ich... Ich mache am liebsten Meteorit jetzt, weil das... Es dauert mir dann doch zu lange. Mit dem Kleinen ist man die ganze Zeit so im Hin und Her. So am Hin und Her fliegen, bis das endlich mal klappt. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie sich... Ach doch, der Schirm durfte eigentlich nicht zusammenklappen, ne? Oh, guck mal! Den sind wir auf den Kopf gesprungen, ist gar nichts passiert. Ah, wie gut! Der blasoniert gar nicht, wenn wir ihm auf den Kopf springen. Das ist ja lustig. Das war mir auch nicht bewusst. Halt! Das war mir auch nicht bewusst. Den müssen wir also richtig angreifen, ansonsten... Ansonsten passiert dem nichts. Das ist ja interessant. Cool. Okay, hier haben wir nicht ewig Zeit. Aber doch, das müsste eigentlich, wenn wir das clever machen, sollte das eigentlich... Ah! Oh Gott! Ich dachte, es geht so, dass nichts runterfällt. Aber es ging nicht so, dass nichts runterfällt. Gut, ich meine, von der Sache her ist man jetzt ziemlich in Sicherheit, solange wie man Blöcke hat, durch die man schlagen kann, gibt es, glaube ich, kein Limit dazu, wie oft man dashen kann. So kann ich halt nur einmal in jede Richtung und dann falle ich runter. Spätestens, aber ich kann nicht zweimal hoch. Aber, oh! Na toll, die klappen von alleine zu, ist ja auch Beschiss. Jetzt, wo ich sage, oh. Passiert nichts, klappen die automatisch von alleine runter. Ist natürlich auch ein bisschen Beschiss. Halt, da unten ist noch was. Ja, okay. Ah! Ja, perfekt. Das war natürlich auch eben ein bisschen... Oh, weh. Oh, weh. Ich muss immer wieder springen, ansonsten sinkt die Blase zu sehr ab. Ja, das ist nicht einfach. Oh, alle bekommen, die wichtig waren. Man muss tatsächlich nur springen. Also ich springe nur gerade hoch. Er behält tatsächlich die Ausrichtung bei. Und bleibt auf der Blase zentriert. Haha! Großartig! Na, wer hätte das denn gedacht? Ich weiß nicht, ich hätte es, glaube ich, nicht gedacht. Sollen wir da runter? Ja! Auf jeden Fall! Noch mehr! Meine Fresse! Also, wenn ich hier nicht alle Lums kriege, weiß ich auch nicht. Ach, das tut ihm auch nicht weh. Ich dachte, wenn wir groß sind, funktioniert das. Dann sieht er so schön geäumelt. Ah, dieses wunderbare
Dieses wunderbare Geräusch, das so klingt, als ob man eine Tröte schlagen würde. Das scheppert immer so richtig schön. Sehr geil. Okay, Moment. Das machen wir mal intelligent hier. Müssen wir hier lang. Halt, das ist viel zu viel gewesen. Da wollen wir rein und da. Und runter. Und noch weiter runter. Ha! Okay, man kann sich hier sehr schnell umbringen. Also das ist absolut kein Problem. Wer den Tod sucht, wird ihn hier finden. Und zwar ohne Probleme. Guck mal, was er für eine riesen Hand hat. Und trotzdem können wir ihn noch greifen. Und schon wieder ein Help Me. Okay, Kleinlinge. Ach Quatsch, Kleinlinge. Okay, auf den... Wenn ich da einen Dash nach unten mache, dann lande ich in der Grütze mit den... Mit den Piranhas. Deshalb mussten wir es so machen. Lustig. Warte mal, kriege ich nicht... Okay, das ist jetzt zu riskant. Wenn ich jetzt auf die nochmal draufgesprungen wäre, hätte ich nochmal einen Lumps gekriegt. Aber, das ist mir ein bisschen zu gefährlich. So, dann können wir jetzt hier wieder immer noch klein. Es vergisst man immer wieder, wenn man in einen Bereich kommt, wo man vorher klein war und dann, groß wird. Denn, verlässt man den Bereich und ist wieder klein. Das vergisst man irgendwie immer wieder. Dass man denkt, okay, ich bin jetzt groß, ich verlasse den Bereich jetzt und dann ist man wieder klein. So, und dass ich... Wie seltsam, dass wir so wenig Lumps haben. Ich wundere mich wieder, weil ich so viel gefunden habe. Da waren so viele Sachen, die wir gefunden haben. Die ganzen Schädelmünzen. Guck mal, das bringt gar nichts. Die ganzen Schädelmünzen gefunden und so. Und trotzdem so wenig Lumps. Wenigstens wieder über 300. Und jetzt ist er groß. Er wird automatisch groß, wenn wir... Okay. Das ist ja interessant. Hm. Sehr seltsam. Ich weiß immer noch nicht, welche Taste ich drücken muss, damit es schneller geht. Ne? Das ist schon klar. Wenigstens bleibt uns die Schande erspart, dass es so wenig Lumps waren, dass nicht alle Elektuns bekommen wurden. Außer es fehlt jetzt ein einziger Elektun für das Rennlevel. Es fehlt wirklich ein einziger Elektun für das Rennlevel. Das kannst du mir doch nicht antun! Okay, wir gehen zurück und holen den ein einzigen Elektun für das Rennlevel. So, jetzt müssen wir also das ganze Level nochmal spielen, aber besser als beim ersten Mal. Okay, und jetzt könnten wir... Oh! Okay, man kriegt sogar nochmal ein Elektun, wenn man das in einer bestimmten Geschwindigkeit macht. Das heißt, wir müssen nicht auf Punkte machen, sondern wir können... Okay, wir probieren das mal. So. Jetzt müssen wir in einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort kommen und dafür gibt es Elektuns. Wir müssen nicht bis zum Ende des Levels kommen. Das ist immer ein fest abgesteckter Bereich. Wir müssen einfach nur schnell durch. Wie viele Punkte wir bekommen, ist egal. Hier geht es jetzt nur um pure Geschwindigkeit. So. Deshalb ignorieren wir die auch mal. So, wir müssen... Man muss sich nicht extrem beeilen. Das ist schon in Ordnung. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also es braucht jetzt keine Speedrun-Taktiken oder etwas in der Richtung. Ich bin der Meinung, das ist eine relativ simple Sache. Glaube ich. Oder? Vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Na, guck mal, wie gut! Guck mal, wie gut! Ah! Ich habe auch eben aus irgendeinem Grund wieder Zeit zurückbekommen. Ich weiß nicht warum. Ach nein, Quatsch, die Zeit läuft vorwärts, nicht rückwärts. Habe ich falsch gesehen. Okay, vielleicht ist es doch das ganze Level. Ah, vielleicht, wahrscheinlich ist es das, dass wir den erwischen müssen und danach ist das Level beendet. Na. Ah. Okay, für den Elektun habe ich 1,50 Zeit. Das ist in Ordnung. 1,26 für das Dingens. Aber das müsste eigentlich reichen. Ah, Gott, ich hätte es lassen sollen. Ich weiß doch, dass es nicht funktioniert, wenn ich noch nicht am richtigen Ort bin. Kann da nicht funktionieren. So, jetzt können wir die Trophäe nicht mehr bekommen, aber wir können noch den Elektun bekommen. Das gibt's doch gar nicht. Da ist die Zeit. So, wir haben auf jeden Fall den Elektun noch bekommen. So, und das ist alles, was ich wollte. Den Pokal, der war jetzt nicht so wichtig. Aber wir haben unser Elektun bekommen. So, ohne dass ich den ganzen Level nochmal spielen muss. Und das unter Umständen noch aufmerksamer.